Die WEC World Endurance Championship ist neben der Formel 1 die Rennserie, die weltweit die Zuschauer anlockt. 9 Rennen auf 3 Kontinenten stehen 2016 an. Das deutsche findet auf dem Nürburgring statt. Endurance, das bedeutet Ausdauer. Deshalb sind die Rennen mindestens 6 Stunden lang. Mit dabei namhafte Hersteller wie Toyota, Audi und Porsche. Für uns ist das ganz, ganz wichtiges Rennen oder die Rennserie, weil wir dort viele Technologien erproben, gerade in der Langstrecke, die wir dann auch auf unsere Serienfahrzeuge übertragen. Die WEC ist für Audi aktuell das wichtigste Motorsportprogramm. Es gehören natürlich auch die 24 Stunden von Le Mans zur WEC, aus der ist die WEC ja entstanden. Aber diese internationale Weltmeisterschaftsserie hat bei uns im Haus einen sehr hohen Stellenwert. Die WEC ist in puncto Innovation sozusagen das Aushängeschild des Motorsports. Die Top-Teams sind in der Langstrecken-Weltmeisterschaft mit Hybridantrieb unterwegs, mit einem besonderen Reglement. Dabei dürfen die Sportwagen pro Runde nur eine maximale Menge an Energie verbrauchen. Für den Nürburgring bedeutet das pro Runde höchstens 1,8 Liter Sprit und nicht mehr als 1,3 Kilowatt elektrischen Strom. Da sind intelligente Konzepte gefragt. Porsche hebt sich da heraus. Ja, das Besondere an unserem System ist vor allem, dass wir im Vergleich zu den anderen Herstellern nicht nur beim Bremsen Energie einsammeln, sondern vor allem auch unter Volllast. Das heißt, wenn wir auf der Geraden fahren und praktisch voll auf dem Gas stehen, regenerieren wir aus der Abgasenergie auch noch zusätzlich Energie, die wir in unseren Speicher praktisch reinladen und damit wieder auf der Geraden abrufen können. Insgesamt 33 Fahrzeuge starten zum 6-Stunden-Rennen auf der 5,148 Kilometer langen Grand Prix-Strecke am Nürburgring. Von Beginn an gleich vorne die Hybridrenner von Porsche, Audi und Toyota. An der Spitze ein Zweikampf der Konzernbrüder Audi und Porsche. Bange Blicke noch in der Porsche-Box, aber am Ende reicht es für die Startnummer 1 mit Timo Bernhard, Mark Webber und Brandon Hartley zum souveränen Sieg vor den beiden Audi. Yeah!